Halt, Maul, Susi. Thorsten Eckert ist ausnahmsweise nicht mit Holz unterwegs, sondern nur mit einer Zugmaschine. Diese überführt er zu ihrem neuen Besitzer in Polen. Die Susi vom Navi, die labert nur Scheiße. Nachdem das Navi vor 100 Kilometern schon gesagt hat, ich soll rechts abbiegen, obwohl ich genau weiß, ich muss geradeaus fahren, habe ich zur Susi gesagt, sie soll ihre blöde Schnauze halten. Wir fahren weiter geradeaus. Immer nur linke Spur. Czarek kriegt ein neues Auto mit 500 PS und das läuft und läuft und läuft schnell wie der Wind. Thorstens Kumpel Czarek hat ein Fuhrunternehmen im polnischen Lublin. Die beiden kennen sich seit 2 Jahren. Es war Liebe auf den ersten Blick. Es gibt also Leute, mit denen versteht man sich auf Anhieb. Czarek hat halt gleich gemerkt, dass ich eine ehrliche Haut bin und ich denke, dass der Czarek auch ehrlich ist und fertig. Freunde sind mir das Wichtigste, was du haben kannst. Die kannst du immer um Rat fragen. Die sind da und helfen dir, wenn es brennt. Freunde bleiben, Freunde stehen, wenn sie sich blind und stumm verstehen. Freunde sind Felsen, die Zeit ist Sand, sie wird vergehen. Sägewerk! Mach mal Kettle abgeben, wenn er einen guten Holzfahrer braucht. Ich hab keine Zeit. Eigentlich ist die Fränkische Rhön das Einsatzgebiet des Langholzfahrers. Dort kennt sich Thorsten bestens aus. Im Fernverkehr ist er ein unbeschriebenes Blatt. Navi Susi macht die Ansagen. Folgen Sie weiter der Route. Ja, ich folge der Route. Doch Thorsten weiß, folge deinem Navi niemals blind. Ich hoffe immer noch, dass ich die Adresse auf Anhieb finde. Ich hätte dann aufgemusst. 5 Kilometer entfernt wird Czarek ungeduldig und ruft Thorsten an. I drive right into the Grenadier Street. Mm-hmm. The house 13 number. After the third 13. Okay. And 10 on the right. Mm-hmm. Bye. He cannot find the address, correct address, then we must wait. It's my secretary, my wife, my mechanics and driver. 13, 10. Ich fahr jetzt mal da rein. Das ist bestimmt genau falsch. Da hinten stehen doch schon 100.000 Leute. Come on! Czarek stellt mir doch wieder Oberchef. Das ist geil. Czarek, mein Freund, how are you doing? I'm waiting for you. Everything all right? Everything's okay. It's yours. Thanks. I'm just the driver. Thanks. Marek. Ja. Marek. Hi. Congratulations to your new truck. Oh, thank you. Allzeit gute Fahrt, always good ride. And you have to think of always one tree for the truck, one for the diesel and one for the Chief Moore. Okay. Okay. Der kommt schon mit dem Schnaps an. Prost. Czarek, I brought you a little present with from Germany. Just for you, my friend. Come over here. Woo! It's a handmade from my friend with motor saw. And you can hang it somewhere in your shop. Holy shit! That's for you! I'm in shock. But I hope you can use it somewhere. I'm impressed because I don't know what I say. What can I say? It's no problem. It's an original German oak. I drove on my truck to the sawmill. This is for you. Oh, that is a nice picture. You remember? Yeah, that was at the Autohof in Schlüchtern. Yeah. Last time I saw my old one. And then I have another present. It's a present for your drivers. Present teraz dla was wszystkich. It's from the area I'm from. So now you guys are allowed to applaud. Bravo! Bravo!
Czarek führt Thorsten zur Feier des Tages zum Essen aus. Natürlich original polnisch. Zdrowie. Mega Schwodka. Perla Bier. The onlyest beer in the world. Mal hoch die Gläser. Bottoms up. Das sind alles Holzfahrer. Die wollen jetzt den deutschen Holzfahrer noch abfüllen heute Abend. Und die sind so zehnt. Wahrscheinlich schaffen sie es. Thorsten muss los. Sein Flug startet in 3 Stunden. Czarek bringt ihn zum Flughafen nach Warschau, 180 Kilometer entfernt. Kein Problem, der Pole fährt seit seiner Jugend Driftrennen. Brakes! Are you tired? Shall I drive? I think that you are the VWR. It's faster than you. It was a joke. Please, we do not really want to know who's the fastest. I know who's the fastest. You're scared. That is the start of the highway. 40. Do you know the rule? The most important thing my father told me, you have to have distance all the time. If you have distance, nothing can happen. Try to make distance when you have sex. Czarek, 5 meters, 4 meters, 2 meters, 4 by. Did you ever go so late to a plane like we today? It will start at 5 o'clock. Not late. We are just in time. Take a look to the road. They break. Maybe I will call to the airport and they are wait for us. Yeah, maybe we can do it. Can you please call the airport? Tower? Yeah. To tower? Hey, excuse me, it's Eckert. Yes, we have a lot. No. We have excuse me, I am the driver of Mr. Eckert. Yes. The plane will be ready, yes? Okay. They will. Red. Where? Red. Where? Break. Czarek liefert Thorsten in 2 Stunden am Warschauer Flughafen ab. Normalerweise braucht man für diese Strecke eine halbe Stunde länger. Thorsten fliegt nach Frankfurt und fährt dann weiter nach Hause in die Rhön.